Einen Schub trinken, Alter. Mein Mund ist so trocken. Und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich, also ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich nicht so dieser Typ bin, der ununterbrochen redet. Und deswegen muss ich mich daran auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber eigentlich wird mein Mund gar nicht so schnell trocken, wie es gerade ist. Kann auch sein. Ich mach mal kurz mein Fenster auf. Was runtergefallen. Ich weiß auch nicht was. Ich mach das mal kurz auf, vielleicht wenn es ein bisschen kühler wird. Oh, ich find's gerade auch ein bisschen warm, muss ich sagen. Aber vielleicht wenn es kühler wird, wird's in meinem Mund auch besser. Aber mal sehen. Hopp. So, und zack. Und hier würde ich jetzt wieder hochgehen. Genau so, wie ich es erklärt habe. Das da kommt weg. Und dann sind wir hier ganz oben. Genau. Ich glaube, ich schaffe den Jump. Uff. Alter, da habe ich meinen Minecraft-Skills aber wieder vertraut. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich sein, ich finde selber nicht so gut. Bin ich ehrlich. Ist ja auch jetzt das Problem, ist noch keine Inneneinrichtung, nichts da. Es wird vielleicht noch besser. Aber selber finde ich es auch nicht so geil. Bin ich ehrlich. Aber, wie gesagt, die Inneneinrichtung kommt ja noch. Fenster kommen noch, die Fassade steht noch gar nicht. Nur bisher das Dach gefällt mir eigentlich nicht so. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich glaube, man kann. Ich hatte schon eine andere Idee, die man vielleicht umsetzen könnte. Aber ich will halt erstmal warten, wie das hier mit dem Rasen aussieht. Und vor allem will ich gucken auch, wie ihr das so findet mit diesem Rasen. Aber halt mal gucken so. Deswegen, man könnte nämlich auch rein theoretisch, könnte man genauso da jetzt Balken hochziehen. Den Balken einen Block höher setzen einfach, dass er da dann aufhört. Oder einen Steinzaun drauf machen oder so. Dann könnte man da Half-Steps oder sowas ranmachen und darunter halt Fassade einfach vom Haus. So. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Ich versuche das hier jetzt einfach mal. Und guck mal, wie das dann aussieht. Denn ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch schnieke aussieht. Und so könnte man das halt mit dem kompletten Haus dann einfach als Erneuerung oder so machen. Aber mal schauen. Aber mal schauen. So. Und dann machen wir hier. Können wir den Balken nicht einfach auch da in die Ecke setzen? Wenn da eh das Dach ist, können wir es ja auch so machen. Mist. Hopp. So. Und hier kommt dann einfach innen rein die Fassade vom Haus. Oder irgendwie so. Und hier können noch die Dinger rein. Oh, huch, ich bin ausgetappt. Ups. Das wäre jetzt nicht meine Absicht. Kann hier noch irgendwas ran? Ich glaube erstmal, man könnte hier Falltüren. Falltüren können da ran. Ich glaube, Falltüren sehen richtig gut aus da dran. So. Mist. Ho, komm her. Wisst ihr? Dann bleiben da einfach die Falltüren dran. Und dann kommt da drunter die Fassade oder so. Irgendwie so. Aber die Fassade kommt ja dann später. Aber irgendwie so habe ich mir das gedacht. Kann ich hier noch so machen? Dann zack. Ah, nee, da sieht es nicht so gut aus. Aber hier. Zack. Hopp. Und ich glaube dann. Oh, ich glaube, dann sieht das schon viel, viel. Das sieht schon viel, 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 viel besser aus, finde ich. Als hätten wir da so ein gekleistertes Dach wieder hochgezogen. Das gefällt mir bisher richtig. Aber mal gucken, wie es ist, wenn dann der Rasen da oben drauf ist. Beziehungsweise eigentlich will ich da oben was anbauen, so Weizen oder sowas.
da dann halt mal gucken, wie das aussieht. Aber das hier gefällt mir gerade richtig gut und das Design mache ich jetzt auch hier weiter direkt. Das sagt mir gerade richtig zu. Ich weiß auch nicht, irgendwie enjoy ich das hier gerade. Das gefällt mir. So. Problem ist halt, wir haben halt leider keine Behutsamkeit irgendwie. Sonst hätte ich gesagt, ich mache das einfach alles mit Behutsamkeit so. Und ich habe so viele unnötige Holzsorten, mit denen ich nicht baue in meiner Kiste. Und mache die ganze Zeit mit irgendwas anderem. Obwohl, es gibt jetzt, warte, man kann nicht mehr nur die normalen Falltüren machen, oder? Es gibt doch jetzt auch andere, oder? Stimmt, es gibt ja jetzt auch die Falltüren. Was gibt's denn alles für Falltüren? Oh, Caps Lock. Wie heißen die denn? Falltür. Ach so, nicht herstellbar. Hä? Hier. Es gibt die. Eiche. Schwarzeiche sieht nicht so gut aus. Akazie. Akazie könnte ich mir gut dafür vorstellen. Aber Akazie. Ich weiß, wo wir ein Akazienbiom haben. Und ich habe ja auch Akazie. Aber ich habe keine Setzlinge von Akazie. Heißt, das ist jetzt mal raus. Aber diese Fichtenholz. Dinger gefallen mir auch schon echt gut, muss ich sagen. Die sehen auch gar nicht schlecht aus. Ich finde die schön. Ich mach einfach ein paar Fichtenholz davon. So. Und dann setzen wir mal die Fichtenholztüren daran. Und guck mal, wie das aussieht. Mal schauen. Ja, das, Alter, das sieht doch schon echt schnieker aus. Da sieht man dann noch nicht mehr die Air-Textur. So. Sondern halt wirklich nur die Falltüren. Boah, das sieht doch cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Das gefällt mir richtig. Das Ding ist so, diese neuen Falltüren kenne ich halt gar nicht. Und an die habe ich auch gerade gar nicht gedacht. Aber wenn das so gut aussieht, dann ist das ja cool. Dann ist das ja wirklich cool. Ich gucke jetzt nochmal, wie das von weit weg aussieht. Aber ich glaube, das sieht richtig heftig aus, oder? Ja. Ja. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Die Frage ist jetzt halt, wie gesagt, mal gucken, wie es am Ende so aussieht. Ob ich sage am Ende, yo, das gefällt mir eigentlich so auch und ich will da nichts Neues bauen oder so oder was umbauen. Aber bisher muss ich echt sagen, mir gefällt es. Ich muss mal ganz kurz für alle Leute, die irgendwas eklig finden oder die einen hohen Ekelhaftsfaktor haben oder sowas, kurz mal bitte Ton aus. Ich hatte so viel Schleim im Hals, Alter, ich muss das gerade erstmal hochziehen. Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Leute angewidert gerade eben. Das war schon. Ja, ne? Sorry, Leute. So, dann ganz ehrlich, ich führe das jetzt hier weiter. Da kommt dann zwar trotzdem die Anbaute hin, aber weil mir das gerade so gefällt, Alter, ich wirklich sagen muss, dass mir das richtig zusagt, führe ich das wirklich erstmal weiter so. Ah nein, Mist, das ist eins zu hoch. Ich muss jetzt gleich eh erstmal wieder Holz holen. Leider, Alter. Oh Mann, dieses Holz holen ist echt belastend. Aber nichts zu ändern, gehört dazu, ne? So. Dann gehen wir mal ein bisschen Holz farmen wieder. Ein paar Bäume abbauen. Ich muss gleich auch erstmal wieder die Bäume nachpflanzen. Weil hier ein paar wenig Setzlinge rumstehen. Habt ihr das gehört? War das nicht das Fallschadensgeräusch eines Creepers? Oder? Alter, ich erschrecke mich gerade bei jedem Tone. Ich glaube, wird hier jetzt ein Creeper um die Ecke kommen und mich einfach in die Luft sprengen. Ich würde so das ganze Haus zusammenschreien. Ich bin so ein richtig... Alter, seid ihr schreckhafte Menschen? Ich bin so ein richtig, richtig schreckhafter Mensch, Alter. Ich könnte keine Horrorgames zocken, weil ich einfach so viel Angst vor jeder Ecke hätte. Also wirklich, ich bin so richtig schreckhaft. Du musst mich zu einem guten Augenblicken erwischen. Es gibt auch so Augenblicke, wo ich so gar nicht schreckhaft bin, so wo mich auch gar nichts juckt. Aber wenn ich einmal so fixiert bin. Oh mein Gott! Ohne Witz, Leute. Ich habe Gänsehaut bekommen gerade eben. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen.
wenn man mich dann erwischt, wo ich fokussiert bin und gerade so voll in meinem Element bin, wisst ihr, wie ich meine? Dann kann man mich so krass erschrecken, so wie dieser Creeper gerade eben. Ja, das war gerade ein Paradebeispiel. Also wirklich, ich habe mich... Boah, ich habe, glaube ich, sogar die Maus hin und her geschüttelt, weil ich mich so erschrocken habe. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Habe ich jetzt wirklich nur 25? Ich habe wirklich nur 25, ne? 25 Holz nur. Ich glaube, da muss ich einmal noch diesen großen Baum da abbauen, leider. Den fetten hier. Und den da. Das Ding ist, ich glaube, man kann mit den Stöckern brennen, ne? So, ja, die Stöcker kann man definitiv verbrennen. Kann mir mal eigentlich jemand von euch in die Kommentare schreiben, seit wann Stöcker in Minecraft droppen? Also ich habe ja so ein paar Neuerungen wenigstens mitbekommen, so bis zu 1.14. Also ich bin jetzt in der 1.14, so ein paar habe ich mitbekommen. Aber das Blätter Stöcker droppen ist ja mal so an mir vorbeigegangen. Also wirklich so richtig an mir vorbeigegangen, das habe ich null mitbekommen. Das hat mich ja auch so gewundert in der ersten Folge, dass die einfach Stöcker droppen. Du kannst ja Stöcker als Brennmaterial nutzen und du brauchst sie auch zum Villager traden. Das ist ja eigentlich so OP, wenn du viel Holz farmst, hast du ja so krasses Brennmaterial und du kannst halt mit den Villagern traden, wenn du Villager hast. So, keine Ahnung, das ist halt, du gehst Holz farmen und wenn du noch gute Villager hast, die vielleicht irgendwo stehen in der Nähe, kannst du direkt mit dem gefarmten, wo nur die Stöcker draus gedroppt sind, eigentlich hingehen und die Villager traden, so. Ich finde das krass. So, wir legen mal all den Crap weg, so. Und dann geht's direkt wieder ans Dach. Ich muss auch unbedingt jetzt bald wieder Erde holen, fällt mir gerade auf. Ich habe nur noch 5 Stück. 5 sind ein bisschen wenig. Und hallo, hier ist wieder ein Baum gewachsen, der irgendwie kein Laub hat. Ich weiß echt nicht, warum die kein Laub haben, fragt mich nicht. Keine Ahnung, warum die kein Laub haben. Aber ist halt so. Die Frage ist, ob das so passt. Hm. Halb, halb, ganz, ganz halb. Und da sind ja dann die Half-Slabs. Ich würde sagen, wir gehen noch einen Block tiefer. Dann sieht man nämlich noch die Umrandung da oben. Und dann passt das. Dann haben wir hier nämlich auch so ein kleines Unterdach. Unterdach, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Und dort passt das dann noch vom Aussehen her so. Genau, da kommt ja dann die Fassade rein. Hopp, das kann ich eigentlich alles schon abbauen. Das kommt, das baue ich eh alles jetzt irgendwann ab dann, wenn wir das Haus einrichten. Kann ich das auch jetzt gleich abbauen. Und ich glaube, da kommt dann, hier kommt dann die Fassade rein irgendwie. Mal sehen, mal sehen. Ich muss mir ja erstmal mit der Axt wahrscheinlich den Stein abbauen, oder? Ich muss mir da eher nochmal was einfallen lassen, wie das mit der Fassade aussehen wird. Aber bisher, muss ich sagen, meine Kreativität gefällt mir hier gerade richtig. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.